Captain Moore hatte ein Spezialschleppnetz, mit dem sich die kleineren Stückchen einsammeln lassen. Als er diesen Fang in Behälter ausleerte, verstand ich, warum er das Meer Plastiksuppe genannt hatte. Manche der Plastikpartikel ähneln dem, was Meerestiere fressen. Diese roten Stückchen zum Beispiel sehen fast aus wie Garnelen. Andere Kleinstteile wirken wie Fischeier. Der Lebenslauf aller Gegenstände aus Plastik beginnt mit diesem Granulat, mit solchen Pellets. Das ist Nelly das Pellet. Sie und alle ihre Verwandten sind die Bausteine für Plastik aller Art. Die DNA von Flaschen, Tüten und Stoßstangen. Unterdruckgebläse befördern die Pellets in Eisenbahnwaggons, die es in die Kunststofffabriken bringen. Zu diesem Zeitpunkt kann noch alles Mögliche aus ihnen werden. Was wirst du mal werden? Ein Computerbauteil. Ich eine Butterbrotdose. Ich eine Feuerspritze. Und ich Teil einer Gitarre. Und aus mir wird ein Rasierer. Und aus mir ein Sofa. Ned wird's allerdings leider nicht schaffen. Wir entnehmen solche Proben und bestimmen nach Gewicht das Verhältnis von Plastik zu Plankton. So können wir sehen, wie viel jeweils an Nahrung enthalten ist und wie viel an Kunststoff. Bei dieser Probe schätze ich das Verhältnis von Plastik zu Plankton auf über 10 zu 1. Zehnmal mehr Kunststoff als natürlich vorkommende Nahrung. Ekelhaft. Wie ist es möglich, dass wir an einem der am weitesten abgelegenen Orte der Welt mehr Plastik als lebende Organismen vorfinden? Wie ist all der Kunststoff hierher geraten? Die Sache hat eine Vorgeschichte von 100 Jahren. Gegen Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene Kunststoffe entwickelt, um den Schwund der natürlichen Ressourcen auszugleichen. Viele dieser Stoffe verwenden wir noch heute. Die Chemiker suchten nach Alternativen zu Elfenbein, Horn, Schellack, Gummi, Kork, Seide und vielen weiteren Naturmaterialien, die seltener wurden. Sie fanden heraus, wie man Nebenprodukte der Ölraffination und der Kohlendestillation in synthetische Materialien umwandeln kann, aus denen sich alles Mögliche formen lässt. Folien, Beschichtungen, Textilien, Klebstoffe. Und genau diese Formbarkeit macht Plastik zu... Plastik, man, come on! Plastik! So, what's it known for? It's known for its durability. Wofür ist es bekannt? Für seine Haltbarkeit, für seine Säurebeständigkeit. Die Herstellung beginnt auf molekularer Ebene. Jeder Kunststoff wird also passgenau auf eine bestimmte Anwendung zugeschnitten. Plastik ist ein fantastisches Material, aus dem man alles machen kann. Von Herzklappen über Einkaufstüten bis zu Flaschen. Wir können Kunststoffe herstellen, die kleben, die leicht zerlegbar sind, die bei Pharmaprodukten eingesetzt werden können. Die heutigen Kunststoffe sind ganz anders als die zu Großvaters Zeiten. Es ist einfach schön. Man kann fast alles in einer Plastikversion kaufen. Siehst du es, sagst du nur, klasse. Für die Menschheit ist es in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich sehr wichtig gewesen. Es hat uns ermöglicht, Unglaubliches zu erreichen. Es wandelt sich mit unserem Lebensstil, unserer Kultur, es kann sich Geschmacksmoden anpassen, die Farbe wechseln. Es ist der Lehm unserer Zeit. Der Zweite Weltkrieg trieb den Bedarf an Kunststoffen weltweit in die Höhe. Die damaligen Materialien gingen in die Massenproduktion.
Um den Kriegsbedarf zu decken, wurde massenhaft produziert. Nach Kriegsende brauchte man neue zivile Absatzmärkte, um die Fabriken nicht schließen zu müssen. Nach 1945 rollten statt der Panzer PKW vom Band. Die neuen Produkte wandten sich an den optimistischen Konsumenten der Nachkriegszeit, der genug hatte von Vorratsdenken und Rationierungen und sich nur zu gern den angebotenen Lebensstil kaufte. Vielfalt und Freizeitspaß, das Ende jeglicher Mühsal, Konsum und die Bequemlichkeit von Einwegartikeln. Eine Flut bunter, billiger Plastikgegenstände ergoss sich in das typische Durchschnittszuhause. Hear that? That's Tupperware's airtight promise to lock in flavor and lock out air. Sie vermarkteten diese Produkte so schnell sie konnten, ob nun rosafarbene Flamingos oder Hula-Hoop-Reifen.1955 brachte Life den Artikel Wegwerfen als Lebensstil. Auf dem Bild Vater, Mutter, Kind. Tenor, künftig werde vieles nur noch einmal benutzt und dann weggeworfen. Mama müsse nie mehr Geschirr spülen. Ihr Leben werde freier und erfüllter. Und sie werde mehr Zeit für die Kinder haben und für Papa. Der Begriff Plastik stand für Imitation und alles Unechte. Er wurde zum Negativbegriff einer ganzen Generation, die gegen eine Kultur aufbegehrte, in der nichts mehr authentisch schien. Aber die Menschen griffen dennoch massenhaft zu. Ob PVC-gefütterte Windeln, Polyesterhemden oder Hamburgerverpackungen aus Styropor, Kunststoff war preiswert, leicht verfügbar und leicht zu entsorgen. 1979 wurde in den Vereinigten Staaten bereits mehr Kunststoff produziert als Stahl. Nachts erwacht der Wirbel zum Leben. Jeden Abend findet hier eine der größten Wanderbewegungen statt. Auf der Suche nach Nahrung steigen Quallen und Planktonorganismen aus der Tiefe empor. Und da sie Tag für Tag das Wasser durch ihre Körper filtern, lässt sich an ihnen sehr gut prüfen, wie viel Plastik mit der Nahrung aufgenommen wird. Kunststoffe gelangen also ins Meer und werden fälschlicherweise für Nahrung gehalten. Sie sind hart und schwer verdaulich. Aber sie haben zudem die Eigenschaft, ölige Schadstoffe wie Pestizide und Herbizide aufzunehmen, die aus der Landwirtschaft in die Gewässer geraten. Für Ned kann das nichts Gutes bedeuten. Oh Mann! Pellets ziehen die im Wasser enthaltenen Schadstoffe an. Hey! Hallo, du siehst aber nicht gut aus, Ned. 10% des Plastiks im Ozean besteht aus Pellets. Sie können wie Fischeier aussehen, was dazu führt, dass Tiere, die sich von Fischeiern ernähren, die Pellets fressen. Hey, Buddy. Hallo, Kumpel. Buddy? Kumpel? Frisst ein größeres Tier viele kleinere, die zuvor verunreinigte Pellets gefressen haben, kommt es zu einer sogenannten Bioakkumulation, die sich durch die gesamte Nahrungskette fortsetzt. Bis zu uns. Schön zusammenbleiben, dann passiert uns auch nichts. Entdeckung. Er hat mich. Hör dich, Ned. Uff, Jungs, das war knapp. Jungs? Captain Moores Untersuchungen zur Menge des Plastikmülls in dem Meereswirbel haben mittlerweile auch Greenpeace aufmerksam gemacht. Dieselben Schlauchboote, in denen die Aktivisten den Harpunen von Walfängern entgingen, kommen jetzt beim Plastiksammeln zum Einsatz. Das sieht aus wie ein Kanister. Hier sieht man das Wasser durch die Löcher rauslaufen. Vermutlich sind das Bissspuren. Sie stammen von einem kleinen Hai, würde ich sagen.